Der Münzautomat des Lebens. Warum du alles haben kannst, aber nicht zur gleichen Zeit. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Lerne entspannt erfolgreich zu sein. Weil Stress kein Statussymbol und Burnout kein Standard sein darf. Vergangene Woche, hast du wahrscheinlich mitbekommen, war die OMR. Also die Messe oder soll ich sagen, das Event des Jahres eigentlich für alle, die im Bereich Online-Marketing und überhaupt online unterwegs sind. Ich mach's kurz, ich konnte nicht dabei sein. Ich hatte ein Projekt hier vor Ort, das war für mich auch sehr wichtig und es war auch die richtige Entscheidung. Trotzdem hat sich's ziemlich blöd angefühlt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die ganzen LinkedIn-Stories oder LinkedIn-Artikel, Insta-Stories, Postings, Nachrichten, ich habe alles gelesen und gesehen und ich dachte mir jedes Mal, jo, sieht ziemlich nice aus, ich bin leider nicht am Start. Und manchmal ist das so, ne? Im Leben müssen wir Entscheidungen treffen und die sind nicht immer einfach. Und genau darum geht es ja auch im Leben, entscheiden. Und entscheiden heißt nichts anderes wie, ich scheide von einer Option oder von einer Situation oder einem Weg. Ich muss mich entscheiden, gehe ich in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Normalerweise bin ich ein Fan davon zu sagen, nee, stopp. Nix entweder oder. Ich will ein und. In vielen Fällen geht das auch, aber leider nicht in allen Fällen. Und so war es eben letzte Woche der Fall, dass ich mich entscheiden musste, hey, bleibe ich hier, arbeite ich an dem Projekt, das für mich wichtig ist, oder fahre ich auf die OMR? Hätte ich Bock drauf gehabt, so was von, wirklich. Ja, wie gesagt, ich habe wirklich drunter gelitten. Doch so ist das nun mal im Leben. Man entscheidet sich. Und da kam mir immer wieder der Satz in den Sinn, den mein Mentor mir mal gesagt hat. Du kannst alles im Leben haben, nur nicht zur gleichen Zeit. Und das ist so unfassbar wichtig, sich selber immer wieder daran zu erinnern. Natürlich habe ich jetzt ein Riesenevent verpasst. Natürlich habe ich jetzt nicht Ashton Kutcher live auf der Bühne gesehen. Natürlich habe ich nicht mit 75.000 Menschen mich connected. Okay, aber dafür habe ich ganz andere Dinge erreicht, die für mich momentan und mein Business unfassbar wichtig sind. Und das darf man eben nicht vergessen. Es gab super spannende Talks und sehr viele Livestreams. Und in einem ging es auch darum, so Kind oder Karriere, geht das beides? Und jetzt auch auf LinkedIn sehe ich immer wieder Artikel, wo es genau darum geht, hey, Kind, Urlaub, Ehe, Business, Karriere, alles auf einmal. Geht das überhaupt? Kann ich alles gleichzeitig irgendwie wuppen? Und ich finde es ganz interessant, als ich 18, 19 war, jetzt so vor 10 Jahren, da war ich der Meinung, es geht alles im Leben. Logisch, es läuft alles. Und wenn manchmal mir Menschen erzählt haben, hey, das geht gerade nicht oder das passt nicht in mein Leben, dachte ich immer, ja ganz ehrlich, du hast einfach keinen Bock. Sind wir mal ehrlich, du willst nicht. Damals habe ich noch nicht verstanden, dass mit zunehmendem Alter ganz andere Verantwortungen auf uns zukommen. Deswegen mit 18, 19, alles easy, alles gewuppt, klar geht alles und ich kann da auch mal sowas von die Energie hochfahren und das konstant halten. Aber das geht eben nicht ein Leben lang. Ist das schlimm? Nö. Doch, man darf einfach nur wissen, wie man damit umgeht. Gestern habe ich mit einem Mannschaftskollegen gesprochen. Es war richtig schön, noch fast 25 Grad abends, endlich Sommer, wahrscheinlich feiert ihr es genauso wie ich. Und wir saßen lang draußen und es ging um die Aufteilung im Leben. Er, Kinder, bei mir noch keine Kinder, aber auch natürlich Business, ne, interessant und Hobbys und dies und das. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Und zuerst haben wir darüber gesprochen, was sind denn eigentlich die Werte? Da habe ich, also und der Meinung bin ich auch, da habe ich ihm gesagt, ich glaube, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, was ihre Werte sind. Aber nicht, weil sie sich gar nicht damit beschäftigen, sondern weil es, glaube ich, vielen so geht wie mir. Und wie ist es mir in den letzten Jahren ergangen? Ich nenne das immer Pseudoreflexion, weil tatsächlich habe ich mich hingesetzt und ich habe reflektiert. Aber ich habe so reflektiert, dass ich dachte, okay, krass, irgendwie, und das war mir in dem Moment gar nicht klar, das habe ich erst danach kapiert. Irgendwie drehe ich mich im Kreis. Irgendwie habe ich immer wieder die gleichen Gedanken.
ganz spannend. Ich habe mich wirklich hingesetzt und reflektiert und dachte, meine Gedanken sind voll offen und ich überlege mir alles mal und schaue durch. Und wenn ich heute drauf zurückschaue, dann denke ich mir, krass, Patti, irgendwie waren das genau die gleichen Gedanken, wieder und wieder und wieder. Deswegen kann ich dir ans Herz legen, überleg dir für dich selbst, ist es eine echte Reflexion oder ist es eine Pseudoreflexion? Bist du wirklich komplett offen und ehrlich mit dir selbst? Wie gesagt, ich dachte wirklich, ich bin es, aber ich war es nicht. Naja, kommen wir zurück zu den Werten. Früher oder später sollte man auf jeden Fall im Leben wissen, was die eigenen Werte sind und sich selbst einfach richtig gut kennen. Dazu hilft es natürlich, alleine zu reisen, alleine Dinge zu unternehmen und sich selbst zu beobachten. Wo geht's mir gut? Wo krieg ich Bauchweh? Wo kriege ich fast einen Anfall, weil ich mir denke, das geht überhaupt nicht? Und es gibt auch da wenige Menschen, die sich wirklich selbst richtig gut kennen. Und je nachdem, wie schreibfreudig du bist, kannst du dir die Dinge auch notieren. Ich sage immer dazu, ich habe wie so eine kleine Gebrauchsanleitung für Patricia, wo ich genau weiß, wie reagiere ich mit was. Und wenn ich zum Beispiel eine neue Kooperation eingehe oder mit jemand anders ein Geschäft gründe, dann gehe ich diese Gebrauchsanleitung durch und erkläre auch in den wichtigsten Punkten, was treibt mich in den Wahnsinn? Was taugt mir richtig? Wo bin ich super und was kann ich gar nicht ab? Weil nichts ist wichtiger, dass du dich kennst und dich dadurch andere kennen. Kleiner entscheidender Hinweis für dich. Du hörst diese Episode und denkst dir, ja, macht Sinn, aber hast keine Ahnung, wie du das umsetzen sollst? Ich weiß, wie du dich fühlst. Genau das hatte ich nämlich auch. Ich wusste eigentlich, was ich will, aber die Umsetzung war furchtbar schwierig. Und irgendwie wusste ich nicht so genau, was ich ganz, ganz wirklich will. Wenn es dir genauso geht, habe ich jetzt gute Neuigkeiten für dich. Und zwar kannst du deinen kostenlosen Goodbye Stress Coaching Call vereinbaren, wo wir genau diese Themen durchsprechen und angehen, wie du die richtigen Münzen in die richtigen Automaten wirfst, damit du ein glückliches und zufriedenes Leben hast. Ich freue mich auf dich. Ich packe dir den Link in die Shownotes und jetzt machen wir auch schon weiter. Aber wie kriege ich denn nun alles unter einen Hut? Sei es Familie, Partnerschaft, vielleicht auch Urlaub, aber auch Karriere. Was sind denn meine Werte? Wo möchte ich mich drauf fokussieren im Leben? Und als wir da gestern draußen saßen, war das richtig, richtig spannend, weil mein Mannschaftskollege dann meinte, weißt du, jeder bekommt am Tag 10 Münzen. Und du kannst dir selber raussuchen, in welchen Automaten du sie wirfst. Er hat zum Beispiel den Automaten Familie, Freunde und Business. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich werfe 8 meiner Münzen heute ins Business. Aber ganz ehrlich, dann bleiben nur noch 2 Münzen für die anderen Automaten übrig. Das heißt, du kannst nicht nochmal 8 reinwerfen in Familie und 8 bei Freunde. Nein, du hast nur 10 Münzen. Und wenn du das verstehst, dass du wirklich nur 10 hast und du nicht alles ausdehnen und maximieren kannst und sagen kannst, ich gebe überall 10 Münzen rein, dann wird es dir im Leben viel leichter fallen, deine Dinge zu evaluieren und auch deine Prioritäten festzusetzen. Dann sind wir mal ganz ehrlich, wer kein Partner, zum Beispiel wie ich, kein Partner, keine Kinder, kein Haustier, kein Haus, ich bin super flexibel. Ich kann mir das noch frei einteilen und kann sagen, ja, komm, heute werfe ich da mal 8 Münzen rein, morgen da 5 und so. Aber sobald man, wenn man das möchte, ein soziales Umfeld wie zum Beispiel Familie, Kinder und so weiter hat, dann braucht das Zeit. Denn was man nicht pflegt, geht kaputt. Nochmal, was man nicht pflegt, geht kaputt. Wo du länger keine Münzen reinwirfst, das geht kaputt. Liebe ich meine Nichten, meine Neffen? Ja. Mache ich gerne was mit denen? Ja. Mache ich Umwege und fahre da extra hin und unternehme Dinge, wo ich denke, boah, eigentlich wird es mir heute ein bisschen knapp, aber hey, ich möchte da Münzen reinwerfen, weil ich will da langfristig für mein und für ihr Leben was Schönes aufbauen und Erinnerung kreieren. Na klar, diese Münzen kann ich dann zum Beispiel nicht mehr ins Business an diesem Tag stecken. Aber das ist okay so. Deswegen überleg dir für dich, was sind
deine Automaten. Vielleicht hast du jetzt direkt den Impuls inne, nee, nee, also ich habe unzählige Automaten und unzählige Münzen. Ich bin ganz ehrlich, vor 10 Jahren dachte ich das auch. Und ich habe das auch eine Weile durchgezogen. Ich bin mir sicher, du kennst meine Story und weißt, dass daraufhin der komplette Zusammenbruch mit 27 kam. Mit 27 wohlgemerkt. Leider gibt es immer mehr junge Menschen, die wirklich dem Burnout zum Opfer fallen, wo ich mir denke, in welcher Welt leben wir eigentlich? Ganz ehrlich, was ist denn kaputt in dieser Welt? Wenn es Menschen trifft, die 50 oder 60 sind, hey, das ist auch schlimm. Da kann man sagen, okay, es waren so viele Jahre. Aber mit 27? Schon ein bisschen. Ich kann es nicht anders sagen, schon ein bisschen verrückt. Und seitdem weiß auch ich, ich habe es nur nie so bildhaft vor mir gesehen, aber seitdem weiß auch ich, was sind meine Münzenautomaten? Wo möchte ich meine Münzen reinwerfen? Deswegen überleg für dich jeden Morgen, du hast 10 Münzen, wo steckst du sie rein? Wo möchtest du was pflegen, was aufbauen? Freundschaften. Ich habe viele Freunde, die wohnen in anderen Städten. Ist es anstrengend, sich manchmal zu denken, oh Mann, hey, ein Wochenende daheim wäre chillig. Jetzt sollte ich da aber mal hinfahren, wir sollten uns wieder treffen. Und ich spreche jetzt nicht davon, die Self-Care komplett zu vernachlässigen. Ne? Das meine ich nicht. Ich sage nicht, werf nie wieder Münzen bei dir rein, um zu sagen, oh, ich chill mal ein Wochenende. Das sage ich nicht. Was ich gerade sage ist, ja okay, dann wohnen die Freunde halt mal woanders. Dann sind sie in anderen Städten. Ganz ehrlich, krieg dein Popo hoch, fahr dahin, hab ein geiles Wochenende. Denn gute Freundschaften brauchen Zeit und müssen gepflegt werden. Telefonieren, anrufen, treffen, besuchen. Hey, da muss man dauernd Münzen reinwerfen. Und wenn es so ist, dass man sagt, okay, mit Freunden läuft super, mit meinen Kindern super, aber irgendwie in der Beziehung, ich habe keine Münzen mehr dafür übrig, ja, dann wird die früher oder später in die Brüche gehen. Also überleg für dich, was sind deine Münzenautomaten? Und vielleicht auch, was sind deine Münzenautomaten in 3, 4, 5 Jahren? Und wo möchtest du deine Münzen reinwerfen? Dazu noch eine Anekdote am Schluss. In meine Mastermind-Gruppe ist eine Bekannte reingekommen oder Kundin, die dann zur Bekannten oder gar Freundin wurde. Und im Grunde genommen hatten wir uns sehr stark ausgetauscht und vernetzt und connected und auch viel offline gemacht und uns immer wieder getroffen. Und sie meinte irgendwann, hey, mir wird das zu viel. Ich möchte den ganzen Business-Part mitnehmen, Netzwerken super, aber ich suche keine neuen Freunde. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, entspann dich mal. Wir sind einfach eine richtig coole Runde, 20 Unternehmer, ähnliche Interessen, wir machen gern viel miteinander. Dann meinte sie zu mir, ja, und das ist auch cool. Den Business-Teil nehme ich mit, den Networking-Teil nehme ich mit, mal was machen ist okay. Aber ganz ehrlich, ich habe genug Freunde, die ich wirklich mag. Und dafür muss ich erstmal meine Zeit aufbringen, dass ich mit denen allen was mache. Deswegen brauche ich keine neuen Freunde. Ich habe sie. Und um die muss ich mich erstmal kümmern. Das war genau der Punkt. Sie hatte gar nicht genug Münzen, um noch mehr Freunde zu haben. Sie hatte gar nicht so viel Münzen, dass sie die ganzen Automaten bedienen konnte. Und im ersten Moment dachte ich mir ja, holy Mokko, entspann dich. Und im zweiten Moment dachte ich mir, eigentlich eine gigantische Ansage, oder? Hey, ich suche keine neuen Freunde. Klingt erstmal super krass. Und ich sag's mal so, auch bei uns ist eine Freundschaft draus entstanden. Doch das kommt mit der Zeit auf und da geht es nicht darum, das zu erzwingen oder noch mehr Automaten sich aufzustellen, sondern wirklich mit seiner Zeit zu haushalten und zu überlegen, welche Automaten und auch in welcher Reihenfolge sind mir wichtig. Damit wünsche ich dir eine wunderbare Woche und natürlich ganz viel Spaß beim Ausarbeiten, was deine Automaten sind und welcher Automat jeden Tag wie viele Münzen bekommt. Das war's für heute. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Tipps, wie du Stress besser verstehst und vor allem, wie du deine Ziele erreichst, ohne dich kaputt zu schuften. Weitere Infos findest du auch auf www.der-chillpreneur.de oder auf Facebook und Instagram @der.chillpreneur.